Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du bist das Ziel und die Erfüllung aller unserer Wege. Deshalb bitten wir dich am Beginn dieser Reise für diese drei Menschen um deinen Segen durch Christus, unseren Herrn. Wenn du Raum rückst, wenn du mit dem Raum rückst, piepst du nicht mehr. So, das ist die Küche. Da tun sie drin gut kochen. Unten sieht man das Klo. Das ist auch Luxus. Das ist der Manni. Das ist unser Koch. Der kocht auch gut. Und da tun wir alle messen. Da ist der Friseur. Was kommt jetzt? Herzl. Er braucht schon. Alles Gleiche mit den. Alles nachher da. Jetzt gehen wir gerne die Zeltrabrecke lauchen drüben. Weil wir nicht genau wissen, was die sind. Ja, jetzt die Ausrüstung passt mir schon nicht.
Das ist schon so. Aber das ist nicht so ein Zelt aufmachen, als wären wir brutal, gell? Es regnet. Und selbst wenn es regnet. Was sagst du zu diesem Tag, Leo? Jetzt morgens, Wetter gut. Unser Ringzelt wird noch wenig benutzt, aber wir sind alle noch brutal sauber unterwegs. Und unten ist das Scheißzelt, hell wird mehr benutzt. Und Pauli ist da weitaus der Ärgste. Und ja, Berg lässt durch und wir lassen rauschen. So, wir sind noch beim Zelt ausstellen. Wir sind noch ein bisschen unterlogen uns. Wir haben so viel Zeug auch getragen. Wir haben uns entschlossen, hier das Lager rauszuschlagen. Wir sind 200 Zentimeter zu tief, aber das ist einfach mit dem ganzen Gewicht brutal gewesen. Wir haben zwar ein Luxuszelt da jetzt stehen. Und so, jetzt haben wir das Schneezelt. Pauli schöpft alle wie ein Wahnsinniger. Und jetzt sind wir schon einmal recht zufrieden. Es tut schneiden. Sind wir schon erst auf 5,5. Aber du, was soll's? Jetzt, Leo, sieht man jetzt mal nicht. Leo ist noch ein Zeug holen. Wird jetzt unten in den Gletscherspalten, er wollte bald auftauchen. Uiuiui. Da oben sieht man wieder einen Feuergipfel. Also sogar recht ein interessantes Lichtspiel. Da sind Gletscherspalten. Jetzt kommt der Leo unten auch. Jetzt sieht man einen Latein da, brutalen Marsch. Ich glaube, heute sind wir alle brutal froh, dass das Zelt da steht. Weil sind wir ganz schön K.O. Selber K.O. Das ist schon eine große. So, aktuelle Höhe 5505 Meter. Jetzt gehen wir gerne Beobacht ein Ding schicken, einen Knotenpunkt. Schau, das ist Gamswurst. Wow. Danach gibt es noch Speck. Speck für Stulz von Stefan. Backer, Backer, Stefan, Backer, Backer. Wir haben noch dreckig Brat. Ah, und das trockene Brat ist für den Sandwurst. Vielleicht brauchen wir echt nicht dran, das als der Untertür. Man kann ja alles lassen. Gut, schaut da oben. Ein bisschen Licht brauchst du schon, schau, Paulin, schau mir mal her. Jetzt ist. Na, magst du ruhig Licht, denk, was ist das dort? Jetzt ist 5 nach 7. Wir sind auf 5500. Das sind gute Dinge. Und dann. Jetzt schalte ich wieder hoch. Jetzt geht's auf. Sonnenaufgang. Fenster Gipfel. Traumhaft schön. Verlassen wir das Zelt, gehen wieder in das Lager hoch. Ein Tag ein Traum auf der Tag oben geht ein bisschen der Wind. Und jetzt haben wir einen Abstieg. Von Lager 1 zurück. Aber trotzdem, man macht Hunger.
Friseur hat schon angefangen. Thank you. Thank you. Ja, es geht jetzt gut, fast wie ein Schlaraffenland. So, jetzt kriegen wir geschwind ins Nachtmahl. Freuen wir uns schon, wo wir uns heute auch verdienen. Jetzt allem. Schon bin ich immer leicht. Du schmeckst gut. Kannst du nicht. Geil, doch schmeckt es wirklich gut. Ja. Luftnote Paul. Ja. Aber nicht kleine Paul, große Paul. Formes. Immer wieder Formes. Schwarztee. Gehört hat auch und sie gehen mit den Ski. Ski und bei der Tannen liegen lassen und sind wir um ein paar Stunden rum. Hucken. Auch wieder Höhentraining, gell? Kannst gleich hucken. Hat niemand mal gedacht. Weißt du, in der Höhe, längere Zeit in der Höhe bleiben, ist Höhentraining. Ja, ja, hast du ja. Oder ist rein die Erholungsphase, dass du gar nicht tust. Ja, hast du auch mal. Hier bist du ein Kokonenzalkommen. Wir werden hier Film schauen. Video, nepalesische Musik. Schneidige Mädelsfrau. Und wir haben eher mal ein anderes Problemchen. Wir sind hier im Basislager auf 4800 Meter. Ein Traumtag, es hat ein bisschen low gekillt im Vergleich zu den letzten Tagen. Aber wir sind guter Dinge. Voll bin akklimatisieren. Gipfeltag wird 19. oder 20. Oktober werden. Und Jungs, super! Super alles. Gut, gut. GoPro Videoaufnahme stoppen. Viele Grüße aus dem Basecamp auf 4800 Meter an das ganze Sportland-Team. Hoi, hoi, grüß denk. Wir sind hier recht fit, jetzt haben wir so langsam akklimatisiert. Zuerst hat es uns ein bisschen umeinander gelassen, aber dann auch, du, die Ausrüstung passt, den großen Vergelsgott, Joachim und Maria. Und das ganze Team, perfekt, super, eine super Kulisse. Im Hintergrund ist der Vorgipfel für Manneslau. Und jetzt kommt ein bisschen ein letztes Wetter nach dem nächsten. Wir haben uns gedacht, so 19. und 20. Gipfeltag. Und hoffen, dass das alles klappt. Wir freuen uns wieder, euch wieder zu sehen. Und aber dabei lassen wir uns noch ein bisschen gut gehen. Da. Macht's gut. Großen Vergeltgott, vielen Dank. Hoi, Schneckeler. Julia, Emanuela, Mattia, Demi, Tommy. Schöne Grüße aus dem Basecamp, 4800 Meter. Wir haben ein wunderschönes Wetter und sind alleweil noch beim Akklimatisieren. Wir sind bis jetzt alleweil ein bisschen ja, damisch gewesen, ein bisschen um. Ja, also ein bisschen hin und her und haben das Lager Wahnsinn gerichtet. Ich freue mich ganz fest, eng wieder zu sehen. Logisch, nach dem Gipfel. Und heim stellen wir noch einen Shampoos kalt. Bussi, Mattia! Kleine Paul und der große Paul. Richtige Wunderlöcher sein. Deswegen sind wir da hergegangen und schauen. Aber da schaut es recht gut aus, ins Kind 4 Volt Nobel, weil die haben sogar ein Klo, wo du groß und klein gehen kannst. Das ist noch schon brutal Nobel. Na, jetzt haben wir alles gesehen, jetzt spazieren wir wieder ran. Habe die Ehre, hebe die Haare. Nein, da wird es nicht. Geht dort im Leben ja alles, gell? Das ist alles kein Problem. Da kannst du drüber gehen, nicht drüber gehen. Da kannst du gerade ganz gehen, wie du willst. Nicht? Sagt der Leo auch. So, da kannst du ein bisschen hupfen. So, Metterle, Gutting.
Und nein, nein, passt schon. Wir sind so habituiert jetzt, dass das hier alles gleich mehr ein Ding ist. Aber jetzt muss ich schon ehrlich dazu sagen, dass wir schon Stadler Vater unser beten. Nicht, dass die Leute meinen, wir haben sie komplett nicht alle. Mein Brot Big, he? Den liebsten Tag den ewig gehalten. Bald 10 Jahre alt und allem noch gut. Aber der Hagen für den Bau gefällt mir auch nicht letzt. Morgen geht es über die Dinge auch noch. Über die Eisbrüche und Zerax. Heint noch. Gut. Pauli ist auch schon da. Und der Lea filmt unten meine die Spalte. Jetzt sind wir wieder Lager 1 da. Man muss schon sagen, unser Lager 1. Das ist, wir wissen es alle, wenn auch nicht genau, aber ich meine halt zwischen 50 und 100 Höhenmeter tiefer. Als wie das Originale. Und ja, jetzt berotigen wir, haben wir die Ski und den Ding packen. Gib es einmal in Pauli. Dann kannst du meine ATK noch einmal da in den Job holen. ATK. Und Sportland. Und das alles in Lager 1, unter dem Annenslu. Gut, auch schon. Essen tun wir die Suppe für die Barbara. Und wir lassen ihn auch trinken und lassen ihn sich überhaupt nichts ankennen. Da sind Ciabatti. Haben uns die Küche mitgegeben, aber die zwei Herren haben den nicht recht gern. Jetzt sind wir wieder mit Gewicht auf dem Weg. Wahnsinnig so gesehen. Dann haben wir da. Da hat man so schon gesagt, einen Scherben nehmen. Nein, ich muss jetzt schon ehrlich sagen. Lass mal ins Tor und gehen. Alles schon einmal gleich. Lager 1. Jetzt gehen wir noch Brick laufen. Und dann stellen wir das Zelt auf. Hoch geht's. Was soll's? Ein Schenk kriegt man nichts im Leben. Jetzt haben wir total schwarze Drogen. Aber es wird schon gehen. Wir haben halt am besten gerne ein Lager machen. Weil der Leo ist ganz letztendlich anders. Aber es ist ganz schön da. Total schöne Gegend. Einfach ein Traum, so weit du schaust. Fährt sich der Nebel ganz ein bisschen um, aber es ist sogar fein mitgehen. Da kommt schon wunderschöne Spalten vorbei. Da sind Eiskerzen. Tief sind sie gewaltig und groß. Und wunderschön. Und da geht's jetzt auch. Ich weiß zwar noch nicht genau wo, aber da geht's auch. Und jetzt geht's auf. Das wird da alleweil interessanter. Da brechen alleweil ein paar Eisbrücken ja. Oh, schaut recht gut aus. Jetzt schau, weiß ich nicht, macht der Mond recht ein interessantes Spiel. Schaut auf jeden Fall gut aus. Da mit dem ganzen Eis. Und, na gut. Ei. Das ist halt mir ein bisschen rausgetan. Aber da hat mir schon eine Freude, wenn wir nach oben schaffen. Da kannst du ein wenig hoch gehen. Sagen wir mal. Ich schätze mal alle. 32 Meter tief. Und solche sind da alleweil ihre. Da unten haben wir jetzt Nebel. Gewaltig. Sie alle ankommen.
Jetzt haben wir hier alleweil noch nicht wissen. Zwischen uns und zwei Lager sicher. Und ja, schön. Das ist jetzt toll, weil wir auch nicht dauergekommen sind. Da ist irgendwo vielleicht noch so ein Pass, was da übergeht, wo man eine Trekkingtour macht. Wir sind für dich seid dauergekommen. Und jetzt geht es ein bisschen schneiden. Da hinten schaut es aus, wie wenn der Rochtler war. Schöne Grüße nach Südtirol. Und viel Dank. Ah, da ist Gille. Hat schon wieder 5 zum Reisen. Auf 5.8 sind wir da und ja. Geht in aller recht gut und nein. Morgen geht es aufwärts und recht zufrieden alle. Gut. Das war jetzt eine Nacht auf 5.800. Und jetzt gehe ich ein bisschen Schnee schmelzen. Da schaut es ein bisschen, wie es halt dort ausschaut für die Zelter. Und ein bisschen geschnieben hat. Jetzt ist es 6:30. Warten tappen wir auf der Sonne. Oh, sehr langsam. Leo ist im Tiefschlaf. Da sind die Rucksäcke und da schaut es halt so aus, wie es ausschaut. Hier haben wir Wasser schmelzen. Alle die Dinge. Formen essen. Auf geht's. Hoppale. Jetzt auch fast wie beim Eisklettern. Was ist noch zwischen? Lager 1 und Lager 2. Total stark. Wie ich sehe, es sind alles Aaler. Kann man sich gut hinhängen. Und gehen wir gehen weiter schauen. Riesenspalte. Und irgendwie müssen wir da durch. Wie so oft beim Leben. Jetzt haben wir angehen, mal die Rucksäcke hochspecken, weil das kann ich kein Schwein gehen. Ja. Zwischen Lager 1 und Lager 2 sind wir jetzt. Haufen Eiszapfen. Haufen Serax. Aber da kann man sich ganz gut mit dem Schumach hinhängen und Hauchen ziehen. Das ist eine große Hilfe. Das ist mal vor der Standstation. Die Leiter gefallen uns gar nicht gut. Da oben ist auch ein Leiter. Das ist halt ein kleiner Leiter. Der Verseher hat sich schon angesalt. Da werden wir genau gehen. Halt einen anderen Weg. Wir haben hart hinten Wände. In der Spalte drin schaut ein Saal hier, aber der beste Weg wird schon das gewesen sein. Aber ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir den Lauter da, nicht das so. Total in der Luft. Der ist total in der Luft da, ja. So. Jetzt haben wir. Werden wir es gehen lassen. Der Ball saut sich hoch. Von sehr schon nach. Oben ist eine Stelle gewesen, die hören wir nicht. Die haben wir uns nicht getraut zu machen. Da sind zwei Lauter gewesen, die total lucke sind und haben wir uns nicht so rausgesehen. Jetzt gehen wir wieder hochsteigen. Wir würden so viel gerne Zelt ausstellen, dass wir einfach überall uns ausstellen. Da oben sieht man eine kleine Spalte. Da habe ich mich schon fast nicht rüber getraut. Und weiter oben erst recht nicht mehr.
Auch er wird noch schon etwas werden. Da tue ich mal lauchen. Sägst du ihm die Spalten? Boah, Papa. Da unten sieht man einen roten Punkt. Ist ein Einserzelt. Ja, ja. Hast du nur eine Woche? Du tust ja. Schön aufgeräumt hier, hä? So, Ajit. Yes. Morning and fresh and... Well, yes. Ja. Is the morning time? Morning time fresh. Is good time. Yes. Ja. Also coming here wild. Yes. Also in... When you are in the high, is tomorrow coming sun? Yes? Sun. Sun is very good. Ah, ja. Hast du gut Kamera alles? Yes. Very good. Ja. Beer, a little bit whiskey.
Jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir noch. Alle ein bisschen komisches Gefühl im Bauch. Aber das wird gelingen. Jetzt sind wir zweimal oben gewesen, beides mal ein bisschen rausgeholt. Alle voll motiviert gewesen. Demon ist genau umgekehrt und selbe Weg links. Die Jungs sind schon oben da. Und geflogen hat wollte der Wind. Und nichts ist. Wird schon passen. Bauchgeier. Aber du auch mal machen. Und dann machen wir. Ich bin selten. Jetzt ist es 10 auf 2. Wir müssen aber noch 500 Meter machen. Nach Tage. Du auch mal. Ran her wieder. Jetzt haben wir endlich die Ski um. Und mit dem geht es zweimal oder dreimal so schnell. Jetzt haben wir noch 100 Meter bis in oben Zelt. Dann lassen wir die Ski noch wieder. Und dann müssen wir 200 Meter aussteigen. Und dann haben wir noch ein Zelt stehen. Mit den Schlafsäcken. Also da müssen wir eintauchen. Oben wir packen. Der Herrgott steht jetzt bei. Jetzt sind wir angekommen auf 6000 Meter. Da ist auch Wurst. Paul ist im Zelt drin. Und wir richten das Liegen her, noch ein bisschen Wasser. Und lassen alle, bald alle 5 Grad sein. Wir sind schief froh, dass wir angekommen sind. Mit den Ski auch brutale Verhältnisse. Einfach nicht gemeint, dass es so viel geschnieben hat. Das ist auch brutal toll. Und gehen wollte bald liegen. Und rasten. Auf über 6000 haben wir unter die Sirax Zelt aufgestellt. Und das Wetter soll nicht gut sein. Jetzt gehen wir gleich ins Wasser. Ja, der Schneib. Und wir wissen jetzt nicht so recht, was kochen. Die wollen wir rasten, die Schaufel sein ein bisschen. 2, 3, 400 Meter runter ins Logrons. Aber was die Sende da tun, schon gestern rechts ist das wohl die typisch gewesen, Geilingen, 30 cm Schnee. Da siehst du da die Spalten nicht mehr und die Saaler musst du ausreißen und so. Und so fährt es dazu.
Sollen wir rum sagen? Ja, ja. Mit hoch werden wir es dichter nicht. Jetzt ist Speck schon. Und die Glocke noch. So, jetzt ist die Sonne gegangen jetzt. Muss einreißen. Jetzt haben wir eine Weile um. Und jetzt gehen wir mal gerne die Zelte abbrechen. Und wenn wir jetzt unsere Rucksäcke wieder anschauen, nachher, und unser ganzes Gepäck, und so Leute da auch. Ja. Das Zelt nehmen wir mit, das High Mountain. Und hasta la vista, Baby. So. Zelte abgebrochen, jetzt sind wir schon mit den Ski unterwegs, über die Gletscherspalten und ja, wird schon gehen. Ist unten eine Grasse? Ja. Aber schlecht wegen Saal nehmen. Ja. Vor Jahren nicht drauf innen. Pauli, lass dir der Weil. Ja, schon, ja. Nein, muss er nicht. Wenn ich bin so alt, wo die Töpfe geht's auch. Jetzt kannst du fahren, Friseur. Von oben. Jetzt ist keine Spalte mehr. Sollen wir heim? Wenn die einen Gipfel machen. Ja, ich glaube, kann ich auch mitzogen. Wie viel oben Schnee ist, nicht? Da ist der Gabel. Ja. Aber wenn sie Glück haben, keiner. Und jetzt ein Pech oben. Ja, denk doch mal in den Rucksack wieder. Den müssen wir morgen überschneiden. Na. Oben nehmen wir die ganz schnell langsam auch. Ja, sie wähle da zurück. Hat sie zurückgewählt? Ja, logisch. Hat die vielleicht nicht zogen sollte, Angel, aber. Da alleine kommt. Dann häng du leid. Weißt du, wie das mit dem Weihnacht tut? Da geht's. Links und rechts in die Spalte. Und überall ein paar Meterchen. Geht's, Pauli? Schau mal hoch. Untergegangen. Ja. Was wird die eine Mau? Du machst gleich vier fahren leer. Du, Pauli? Mach gleich bleiben was. Die Entscheidung,
Furcht. Hat's nachgestellt? Hat's nachgestellt? Hier, Pauli! Pauli, mach so einen Scheiß! Ja, wie ich es schon mitgekriegt habe. Hä? Haben wir den Gipfel jetzt hinten gelassen. Wir werden nicht machen. Es ist zu gefährlich, halt halb Meter geschnitten. Und das können wir nicht riskieren. Und hier haben wir jetzt ganz tolle Pulver abgefacht. Ich werde mir jetzt in die Kamera ausschalten und ich probiere es einmal. Ob ich Burgkürfel oder mache. Jetzt haben wir nicht nach dem Zelt angebrochen. Und jetzt haben wir einen ganz brutalen Haufen zurück. Und ja, ja, jetzt gehen wir genau aus dem Tragen. Probieren wir mal mit den Ski. Das ist auch sehr lustig, ja. Gehen wir eigentlich jetzt keinen Rucksack tragen. Soll noch kein Blei, Jungs. Da passt schon auf die letzten zwei Spalten auch leer. Oi. Boah, boah, boah. Ja, ich bin auch fertig. Ich war unten eingeschlafen. Soll ich dir einen Rucksack nehmen, Leo? Guten Morgen, heute ist der 17. Und es ist 5:45 in der Früh. Und wir haben gestern die Zelte angebrochen. Auf 6000 Meter rum sind wir die Ski ganz hoch. Und ja, jetzt bin ich auch ein bisschen traurig, dass wir es halt getan haben, aber ich habe einfach da oben kein gutes Gefühl gehabt, weil die 50 cm Neuschnee, es hat überall Risse aufgetan, wir sind brutal gebrochen. Und der Leo hat unbedingt gehen gewählt. Dann denke ich mir vielleicht, aber nein. Ich bin oben im Basislager. Da unten sind wir. Da hinten ist die Chinesin mit den zwei Sherpas. Die sind uns entgegengekommen, wenn wir gestern gegen zwei Alts angebrochen haben. Da haben wir was ziemlich gut in die Eisbrüche. Oben haben wir das Zelt stehen gehabt, unter Lager zwei. Heute ist wieder wunderschönes Wetter. Oh, der Gletscher, den man da war so richtig. Der hat sich gelüftet, den man alle Weil gehen muss. Gestern haben wir mit die Fehl drauf gelassen. Sein da war, der geht fast ganz in den Dorf hoch. Sind wir auch hoch. Und der ist brutal zerklüftet. Und ist Sammergau.
Das Wetter wird sicher schön. Da haben wir den Mond. Ja, und jetzt werden wir uns ganz langsam verabschieden. So ist es im Leben. Unbedingt Gauchen gewählt, fast um jeden Preis. Und echt danach angebrochen. Da oben in den Eisbrüchen ist es brutal. Und wenn ich da jedes Mal ein Meter ist gelogen, ein halb Meter brich. Ich hab gesagt, die Schiene und auf geht's. Das haben wir gestern rübergelassen. Na gut. Ding um 6. Jetzt ist meine 10 hoch. Ja. Nein, 10 hoch, halb 6. Hey, Adin, morning. How are you? Gut? Perfekt. So, heute ist jetzt der 18. Da sind sie voll beim Zusammenpacken. Und ja, heute ist es. Wir haben noch gehen wollte bald mit dem Gucker schauen, wenn es heller wird, wo unsere Kollegen sein. Und ja, lassen alle 5 Grad sein. Und dann gibt es Formels. Thank you.